So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Waisen. Ja. Einer von euch hat mir erzählt gehabt, dass unter einem Orphans-Video, dass sich Healing weitergehen soll. Quatsch. Bei Ihnen wurde Insek ist Bescheid gesagt, keine Ahnung. Vielleicht eine Nachricht gewesen, die er wohl vor 2 Monaten hätte mal öffnen sollen oder so, ich weiß es nicht. Nein, es geht noch nicht weiter. Haunted, los geht's. So. Krass, dass du bei den Nebel überhaupt gefunden hast. Den Friedhof, genau. Den ja hier Jarak, den er sich ja den gesucht hat. Und Grab hat er, glaube ich, auch gefunden, ne? Von der Uschi nämlich. Ja, das ist wirklich krass. Ich hätte mich hoffnungslos verlaufen. Glück gehabt. Hä? Nein, das wollte ich gar nicht anklicken. Naja, ist halt so. Ich sage euch. Echt verdammt unheimlich hier, na klar. Irgendwo auf dem Friedhof ist natürlich echt für den Arsch, ne? Buchstäblich totenstill. Langsam fange ich an, schon zu halluzinieren. Ich hätte schwören können. Da war ein kleines Mädchen. Eben, ich habe auch einen gesehen. Am Fenster wollte mir keiner glauben. Was? Hinten rechts am Baum. Oder spinne ich jetzt total? Warte mal. Ich habe nichts gesehen. Also ich sehe da nichts, Jarek. Stimmt, irgendwas schuscht da vorbei. Was? Könnte aber auch irgendein Tier gewesen sein. Was? Da huscht doch nichts vorbei. Was ist denn bei euch los? Denke ich auch. Von wo bitteschön soll denn hier jemanden herkommen, hergekommen sein? Hier ist ja weit und breit nichts als Wald und Felder. Auch wieder wahr. Wie auch immer, Jarek, sieh bitte zu, dass du zurückkommst. Wir vermissen dich hier total. Und was ist mit diesem Grab, Jarek? Konntest du ihn finden? Oh, meine Nase schnuppelt noch herum, ne? Kennt ihr es, wenn ihr Schnupfen habt, dass die ganze Nase so... Ah. Ich habe mir die Gräber angeguckt. Die meisten der Grabsteine sind schon ziemlich verwittert. Gar nicht so leicht, den Namen darauf zu ziffern. Aber keine Elisabeth Braun. Ganz sicher, hast du wirklich alle Gräber untersucht? Aber dieser Hinweis muss doch etwas zu bedeuten haben. Ich weiß nicht so recht. Aber immerhin, aber immerhin haben wir ein paar geile Aufnahmen. Ja, das stimmt. Trotzdem, trotz allem, du hättest nicht alleine gehen sollen, Jarek. Ja, ich weiß. Und wie auch immer. Dann komm jetzt bitte zurück. Und morgen gehen wir alle gemeinsam nochmal dorthin. Mit ordentlichem Equipment. Eine Taschenlampe oder so. Stimmt, mit einer Handyaufnahme gewinnen wir keinen Oscar für die beste Kamera. Moment. Ich will eben noch was checken. Taschentuch. Mal ganz kurz Pause. Was checken? Ja, hier steht noch ein seltsames Gebäude. Check das mal. Wow. Echter Hammer. Sieht mir schwer nach einem Mausoleum aus. Da sind Mäuse drin. Da sind so kleine Häuser für Mäuse. Deswegen heißt es Mausoleum. Wenn diese Nonne tatsächlich dort beigesetzt wurde, muss sie eine wichtige Persönlichkeit gewesen sein. Unsere Geschichtsstudenten. Ja, aber ja, da hat sie recht. Ne? Du willst doch jetzt nicht etwa dort reingehen, Jarek. Natürlich. Wie cool ist das denn? Kommt Graf Dracula da raus oder so? Ich glaube kaum.
dass man da so einfach reinspazieren kann. Normalerweise sind die immer abgeschlossen, ne? Falsch gedacht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Loch. Ein Weg. Ein Loch. Oh Mann, Jarek. Also mich würde keine 10 Pferde da reinkriegen. Okay. Und wir warten, und wir warten, und wir warten, 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 warten. Oh shit. Ich komme nicht durch. Ich bin zu fett. Mein Popo ist zu dick. Hä? Alles gut. Bin bloß mit dem Gesicht in den Spinnweben hängen geblieben. Oh Gott. Das ist ja ekelhaft. Spätestens jetzt wäre ich raus. Ich hasse Spinnen. Die Putzfrau war wohl jetzt schon länger nicht mehr da. Also ich glaube, Spinnen fühlen sich hier ganz wohl. Ja, das denke ich auch. Oh mein Gott. Erinnert mich gerade an Dings, ey, an Indiana Jones. Der letzte Kreuzzug. Die zerbrochenen Säge. Jetzt auch schon auf, ne? Wow. Denkt ihr wirklich, in einer der Säge? Säge? Könnte diese Elisabeth liegen? Leute, Jackpot. Wir leben oder wir sterben. So sind wir des Herrn. Aha. Krass. Der gleiche Spruch wie auf dem Foto. Das muss es sein. Darf ich vorstellen, Elisabeth Braun. Mach mal auf. Aber es ist, glaube ich, Schändung oder so, ne? Okay, das Grab haben wir gefunden. Und jetzt? Ja, und jetzt. Gute Frage. Sieht mal, er sieht erstmal wie ein ganz normales Grab aus. Komm mal rein, mach mal auf. Seh dich um, irgendwas muss da sein. Außer Spesen nichts gewesen. Vielleicht ist ja irgendwas im Grab. Der Gedanke ging mir auch gerade durch den Kopf. Na, siehst du, Leon, wir sind da, glaube ich, ziemlich ein Brain, wa? Ja. Habt ihr einen Schatten? Wahrscheinlich, ja, natürlich. Ihr glaubt nicht in echt, dass ich jetzt zum Grabschänder werde, oder? Was sollt ihr denn schon machen? Ich werde auf gar keinen Fall das Grab öffnen. Feigling, Feigling. Ein Blick in Ehren kann niemand verwehren. Eben. Vergiss es, ohne mich, Leon. Ach, Kopf. Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. Ich bin jetzt ganz bei dir, Jarek. Das geht zu weit. Ja, genau. Ein Haufen voller Pussys. Sicher auch so. Ja, natürlich seht ihr das alle so. Fuck. Habe ich mich gerade erschrocken. Was ist? Irgendein Vogel ist wohl gegen die Eingangstür geflogen. Was? Das passiert nicht ohne Grund. Boah, mein Herz. Was? Hört mal diese Soundkulisse. Jurten alleine mit den Toten. Da kriege ich selbst eine Gänsehaut. Gibt es nur einen zweiten Stock?
Als würden die so schreien, ne? Die Stimmen der Toten. Ja, du hast voll recht. Super gruselig. Die Nachvertonung können wir uns auf jeden Fall sparen. Am besten du kommst jetzt erstmal zurück, Sherrick. Vielleicht finden wir ja morgen etwas. 10 Augen sehen mehr als 2. Sieht immer so aus, als hätte sie so eine Nikolausmütze auf, ne? Finde ich witzig. 14 Augen. Bis dahin werde Ina und Samu ja hoffentlich endlich mal da sein, oder was? Tja, Tami hat recht. Geh besser zurück. Vielleicht hast du doch etwas übersehen, Jarek. Schade, war gerade so spannend. Ja? Gib mir noch 5 Minuten. Ich sehe mich noch ein bisschen um und mache mich dann auf den Rückweg. Wenn du dich nicht beeilst, trinken wir dein Bier. Doch schon verschimmelt alles. Wehe. Prosti. Ein Fussel fliegt hier rum. So. Achso, jetzt machen wir hier Privatunterhaltung mit Jarek. Tomji. Ich war zu den anderen nicht ganz ehrlich, was das Grab angeht. Wie, du warst nicht ehrlich? Ich habe hier eben etwas Interessantes gefunden. Etwas Handschriftliches. Es handelt sich um dich. Könnte eine Seite aus dem alten Tagebuch sein. Aber wieso schreibst du es nicht in die Gruppe? Ein Tagebuchseite, was steht drauf? Ich werde noch nicht so ganz schlau daraus. Getrieben ist und sich an diesen schändlichen Treiben beteiligt. Etwas Schreckliches geschieht hinter diesen Mauern. Und der Allmächtige scheint mich als seine Dienerin dazu bestimmt zu haben, diese höllische Pforten, welches aufgestoßen wurde, auf ewig zu versiegeln und der Sünde Einhalt zu gebieten. Doch was kann ich schon ausrichten gegen diese dämonischen Übermacht? Wie soll ich denn Willen des Herrn gerecht werden, alleine dem Bösen entgegentreten? Oh. Oh, verständlich, dass Fonz hier eine große Story witterte. Was hältst du davon? Höllische Pforten, dämonische Übermacht, wovon redet die da? Schwer zu sagen, die Frage ist, wo befinden sich die anderen Seiten? Klingt ziemlich krass, aber bringt uns das wirklich weiter? Ich denke mal vielmehr um so Experimente und Versuche und so einen Scheiß, ne? Genau darum geht es. Wer auch immer das geschrieben hat, scheint panische Angst gehabt zu haben. Wir müssen herausfinden, was dahinter steckt. Als ich dieses Blatt gefunden habe, ist mir direkt von Cloud eingefallen. Oh nein. Da ist doch dieser eine Ordner. Generelle Infos, Orphans und Friedhöfe, allgemeine Medien, Artikel und Berichte, Diary, das wird's sein. Ach, du meinst. Genau, Tomji. Jede Wette, EB steht für Elisabeth Braun. Elisabeth, nicht Elisabeth. Tagebuch Elisabeth Braun. Was, wenn es sich hier um eine Seite aus Schwester Brauns Tagebuch handelt? Du hast recht, das muss es sein. Du denkst also, Fonz hat sich dieses Tagebuch geschnappt? Fonzi, hör mal. Es sieht ganz so aus.
Ich habe mir übrigens nochmal Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, den anderen reinen Wein einzuschenken. Was für ein Wortspiel. Oh Gott. Gute Entscheidung. Woher der Sinneswandel? Ich glaube, das ist jetzt der falsche Augenblick. Tamji, ich bin sicher, wir sind da an etwas ganz Großes dran. Und wenn ich mit meinen Gefühlen richtig liege, dann werden die anderen etwas gelassener reagieren, wenn ich mich bei ihnen entschuldige. Vor allem, wenn sie von unseren Forschungsarbeiten erfahren. Ich wollte jedoch nicht mit den anderen über diesen Tagebuch spekulieren, wenn wir nachher vielleicht das ganze Tagebuch auftischen sollen. Also, lass uns sehen, was wir in dieser Cloud finden, und sobald ich wieder zurück bin, zeigen wir es den anderen. Was sagst du? Ja, am Start, Boss. Kein Problem, machen wir. Ja, klingt nach dem Plan. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Danke, Tomji. Danke, dass du mir unter die Arme greifst. Und wenn du nicht möchtest, dass die anderen von deiner Mithilfe erfahren, dann schweige ich natürlich wie ein Grab. Witzig, dass ich hier gerade nur entstehe. Wortspiel. Was für ein Wortspiel. Ich könnte auch Entwickler sein, ne? Könnte auch solche Texte schreiben, ne? Aber selbst wenn die anderen es spitz bekommen, ich habe dich ja eh mehr oder weniger dazu genötigt. Das stimmt. Naja, genötigt würde ich jetzt so nicht sagen. Finde ich nicht. Das stimmt. Dann drücke ich jetzt uns mal ganz fest die Daumen, dass du etwas Interessantes findest. Good luck. Okay. So, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Tja, spannend war's, und wir sehen uns wieder, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und Tschüssli Müsli.